Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich IKEA-bester Türen montieren und somit natürlich die Schranktüren auch mit einem Druckscharnier und einem Drucktüröffner danach richtig einstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe in einem extra Video diesen besten Schrank schon mal aufgebaut und möchte jetzt diese Tür einfach mal anbringen. Natürlich funktioniert das Ganze bei anderen Varianten relativ ähnlich und zuerst einmal sollte man natürlich alle Bauteile ordentlich auspacken und auf den Boden legen, dass wir auch einen schönen Überblick haben. Auf unserer Tür befindet sich jetzt so eine Schutzfolie und die sollen wir laut IKEA erst ganz am Ende nach dem Einbau abmachen. Ich mache das Ganze trotzdem relativ gerne schon davor, da es einfach nach dem Einbau deutlich schwerer geht, überall ordentlich hinzukommen. Natürlich muss man danach aufpassen, da die Oberfläche dann doch relativ kratzempfindlich ist. Im nächsten Schritt können wir auch schon unsere beiden Scharniere mal in die zwei großen Löcher hineingeben. Wichtig natürlich, diese richtig rum einsetzen und da sind die beiden Schrauben ja auch schon mit angebracht. Danach muss ich die zwei Schrauben entweder mit einem Schraubendreher oder mit einem Akkuschrauber, den ich gerne für den Möbelaufbau auf Drehmomentstufe 5 stelle, dass einfach alle Schrauben gleichmäßig stark angezogen sind, hier hineinschrauben. Und ich kann dir auch noch den Tipp geben, dass du doch relativ viel Druck nach unten geben solltest, dass natürlich das Scharnier auch bündig hier unten an der Tür dran sitzt. Danach könnte ich mein Scharnier hinten auch noch auseinandernehmen, indem ich die hinterste Schraube einfach mal ganz gegen den Uhrzeigersinn löse, das Ganze abmache und dann kann ich dieses Bauteil nämlich auch an die entsprechenden Löcher dran schrauben. Da es von IKEA aber schon vorgeschraubt ist, möchte ich es natürlich auch im Ganzen jetzt einfach schon mal hinschrauben, um etwas Zeit zu sparen, deswegen ich mal meine Tür etwas hochhebe und schaue, dass ich mit dem Schraubendreher hier das entsprechende Loch hier unten treffe, dass es mir schon etwas hält und dasselbe Spiel mache ich natürlich bei der oberen Schraube jetzt auch schon. Sobald die Tür leicht fixiert ist, was man natürlich auch mit zwei Personen machen kann, verwende ich wieder meinen Akkuschrauber, was deutlich schneller geht. Nun noch diese zwei kleinen Plastikdämpfer einmal bei unserer Tür hier unten und vor allem auch hier oben hineingeben, dass die Tür danach natürlich deutlich leiser schließt. Und wir können unsere Tür auch mal final einstellen. Hierfür vergleiche ich am besten immer die Tür und auch den Korpus hier oben. Bedeutet in meinem Fall, kann man recht gut sehen, dass hier der Abstand kleiner ist als hier drüben. Was einfach bedeutet, die Tür hängt etwas schief nach unten und ich muss gleich das Scharnier hier unten etwas weiter nach innen schieben, dass die Tür natürlich auch dementsprechend sich gerade ausrichtet. Was man in der Kamera jetzt schlecht erkennen kann, die Tür muss auch noch etwas weiter nach oben gestellt werden und vor allem auch etwas tiefer in den Schrank hinein. Ich persönlich stelle meine Schranktür am liebsten immer erst gerade ein und wie gesagt muss jetzt dieses Scharnier etwas weiter von dieser Korpuswand hier weg. Hierfür ist diese Schraube hier vorne zuständig, denn wenn ich die etwas weiter im Uhrzeigersinn reindrehe, kann man auch sehen, dass sich das Scharnier natürlich von dem Schrank wegdreht. Würde ich natürlich gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann würde mein Scharnier Richtung Schrankwand gehen. Hierbei, wie gesagt, regelmäßig den Abstand zwischen Tür und Korpus auf allen Seiten mal kontrollieren. Da kann man natürlich auch jederzeit noch die Scharniere etwas nachstellen. Und wenn es dann wie bei mir passt, dann können wir auch mal die Höhe einstellen. Bei mir möchte ich die Tür etwas weiter nach oben bringen, weswegen ich auch beide Scharniere jetzt etwas weiter nach oben setze. Hierfür kann man die Höhe vom Scharnier bei unseren zwei Befestigungsschrauben hier hinten relativ gut kontrollieren und IKEA hat hier vorne noch so eine kleine Schraube, die ich jetzt nämlich einfach mal etwas im Uhrzeigersinn drehe und dann kannst du auch schon sehen, dass hier hinten der Abstand von meinem Scharnier zur Befestigungsschraube größer geworden ist und das Scharnier allgemein im Ganzen nach oben gegangen ist. Dasselbe Spiel müssen wir aber natürlich beim unteren Scharnier auch noch machen. Auch mit unserer Höhe bin ich jetzt sehr zufrieden und jetzt möchte ich aber die Schranktür noch etwas weiter nach hinten setzen und hierfür muss ich beide Scharniere auch wieder etwas weiter nach hinten schieben. Hierfür muss ich mit einer Hand mal die Tür festhalten und dann ist diese Schraube hier hinten dafür zuständig. Die muss ich erst einmal etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen, dann kann ich mir auch schon die Tür und vor allem auch das Scharnier etwas weiter nach hinten schieben und zum Befestigen muss ich natürlich die Schraube dann auch wieder im Uhrzeigersinn festziehen. Dasselbe Spiel mache ich natürlich auch hier unten wieder, erst lösen und danach wieder festdrehen. Und unsere Schranktür ist auch schon richtig eingestellt, weswegen wir im nächsten Schritt auch schon unseren Drucktüröffner richtig anbringen können.
Dieser wird auf jeden Fall auf der gegenüberliegenden Seite von unseren Scharnieren angebracht und wir sollten darauf achten, dass wir ihn auch ungefähr von der Position so hin tun, wo wir am Ende auch immer gegen die Tür drücken möchten. Ich habe zum Beispiel jetzt diesen Schrank, der wo am Boden steht, bedeutet, ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwie ganz unten am Boden immer gegen die Tür drücken müssen, weswegen ich ihn hier oben bei den zwei obersten Schrauben anbringe. Wenn du natürlich mehrere solche Schränke übereinander stehen hast, kann es auch Sinn machen, dass die oberen Schränke diesen Drucktüröffner relativ weit unten haben. Beim Befestigen müssen wir nur darauf achten, dass der Pfeil natürlich auch nach vorne zu unserer Tür zeigt und wir verwenden in unserem Fall die Löcher B zum Befestigen. Danach noch das zweite Bauteil anbringen, hierfür dieses zuerst einmal vorne hineingeben und hinten können wir es dann auch schon dagegen drücken, dass es einklebst und wir überprüfen mal, ob unser Drucktüröffner jetzt auch schon richtig eingestellt ist. Bei mir kann man zum Beispiel relativ gut sehen, dass die Tür nicht von alleine zu bleibt, was einfach bedeutet, dass der Drucktüröffner etwas zu weit drinnen ist. Da bekommt man natürlich mit der Zeit auch ein Gefühl dafür. Und ich muss jetzt einfach mal hier vorne das Ganze etwas gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen, probiere es natürlich erneut und schon bleibt meine Tür auch von alleine zu, lässt sich super öffnen und somit haben wir dann auch schon so eine Schranktür, nämlich beim IKEA Bester System richtig montiert und vor allem auch richtig eingestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Bester-Schrank in den verschiedensten Varianten, verschiedene Türen oder natürlich auch so ein Druckscharnier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.